So, meine lieben Schababs und Bernards, schöne Grüße aus Düsseldorf und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ihr merkt schon, heute wird's richtig schlagfertig. Ich bin zum Essen eingeladen worden und zwar vom Europameister beim Boxen im Schwergewicht von Agit Kabayel. Ich bin gespannt, in welchem Restaurant der mich heute entführen wird. Auf jeden Fall wird das eine schlagfertige Runde. Ich hole ihn jetzt aus dem Gym ab und ihr solltet dranbleiben. So, hier soll er sich verbergen im UFD-Gym. Hier trainiert der Agit. Schauen wir mal, was ist. Mahlzeit. Ich such den Champ. Da ist er schon. Alles cool? Du bist mit Eiweiß hin, oder? Nee, ich dachte, du bist jetzt gerade bestimmt fertig mit dem Training. Und das ist auch für die Leute, die gerade zuschauen, sehr interessant. Optimal für nach dem Sport. React Project Plus, genau. Oder stimmt, das kriegst du nicht zurück nach der Kamera. Nein, Mann, das ist für dich. Ja, Flavor Mango, lass es dir schmecken bei dem Wetter wirklich optimal. Und wenn ihr bei Sekt Plus vorbeischaut. Wie geht's, Jungs? Alles gut, bei dir war. Denkt dran, Rabattcode Charo 10. Hi, grüß dich. Direkt der Sekt Plus, weiß ich Bescheid, direkt. Matthias Clemens, du weißt Bescheid, direkt call me. Yes, sir. Wie geht's, wie steht's, was hast du heute vor? Wollen wir uns heute hin? Wir gehen was essen. Was gibt's? Wir gehen Babylon. Zum Libanesen. Ja. Maximum Essen. Ich liebe dieses Essen. Ich hab so Bärenhunger, wir waren jetzt laufen gerade gewesen. Ja. Und ich bin fix und fertig, Bruder. Und danach hatten wir direkt Schwimmeinheit. Wir haben direkt, wir gehen laufen. Mittwochs immer so, entweder gehen wir laufen, 6,5, 7 Kilometer. Ja. Yeah. Und direkt danach 3 Spahn, 4 Spahn schwimmen. Ich muss dir sagen, ich war die Tage auch schwimmen. Ich wollte an meiner Fitness arbeiten. Ich bin ins Becken reingeschwommen. Aber nach 4 Bahnen Brust war ich K.O. Ehrlich? Bruder, ich schwimme normalerweise 80 Bahnen, 70 Bahnen. Du sagtest Babylon, aber wir stehen hier gerade vor Byblos. Ja, ja, Bruder, ich habe mich gerade versprochen. Ja. Alles das kommt cool. Davon, Bruder, dass man beim Training. Ich bin komplett im Arsch geblendet. Kann sein, dass du unter Zucker bist. Das kann sein. Das kann sein. Wir haben hier ein schönes Restaurant und genau zur linken Seite ist nochmal ein Imbiss. Mit, von dem gleichen Betreiber, schätze ich mal. Ne? Ja, ja, selber Betreiber. So, das sieht schon sehr vielversprechend aus und ich muss sagen, wir gehen rein. Let's go. Eine Nacht nicht nur wegen meinem wunderbaren Gastgeber, sondern auch in diesem wunderschönen Restaurant. Und während ich gerade schon die Karte gelesen habe, mein Mund fühlt sich wieder voll mit Wasser. Ich kann gar nicht mehr nachdenken. Ich will nur noch essen. Ich bin am Schwärmen, ich schwör. Das sieht auch wirklich, der Laden sehr traumhaft aus. Die Küche duftet schon. Ich würde, lass uns direkt bestellen. Direkt ready. Was bestellst du immer grundsätzlich? Und eigentlich, was ich eigentlich immer esse, ich esse hier sowas wie Hummus, Kibbeh esse ich sehr, sehr gerne. Mhm. Dann essen wir manchmal so. Das ist ähnlich wie Adana. Das ist Köfte, glaube ich. Köfte, ne? Köfte, ja. Genau, das essen wir immer so, Bruder. So, und dann immer so ein bisschen von allem, ein bisschen so diese Vorspeisen, diese Teigtaschen. Mm. Also, Bruder, kannst du ja auf jeden Fall, was ich dir empfehlen kann, du kannst ja eigentlich alles geben. Also, ich war die Tage auch bei Verwandtschaft zu Besuch und die haben mir wirklich noch von dem Laden auch geschwärmt. Und die haben mir unbedingt gesagt, greif bitte zu der Artischocke. Ich habe gerade schon gelesen hier, gekochte Artischocke mit Knoblauchsoße. Und die werde ich mir jetzt erstmal auch direkt bestellen. Die kann man gönnen, ha? Die kann man gönnen. Ich würde sagen, wir lassen den Kellner kommen. Let's go. Ein bisschen gemischte Fleischplatte. Oh, genau. Lass uns ein bisschen von allem, damit von du auch mal ein bisschen was probieren kannst. Wir haben hier auch hier diese Masa Biblos extra, direkt für 2 Personen. Da haben wir schon die ganzen kleinen Vorspeisen, die ganzen kleinen Meseteller. Oh, Bruder. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch. Und Maximum. Die Artischocke in Knoblauchsoße. Sachen stehen schon hier auf dem Tisch. Duftet sehr gut, ja? Komm, greif zu, Habibi. Bismillah. Ja, ich will mit der Artischocke anfangen. Ich weiß aber jetzt nicht, wie man die isst. Ich schätze mal, so rausziehen, in die Knoblauchsoße eintunken. Richtig so? Der Kellner sagt, sieht richtig aus. Bismillah. Oder ich probiere auch mal. Bismillah. Hm? Sehr frisch. Vom Anfang ist gut, ne? Als Vorspeise optimal. Der Chef des Hauses, der zeigt uns jetzt genau, wie wir die Artischocke zerpflücken. Ja. Heidi,
lebt der Deckel mit nach Isha. Genau. Ne? Das alles. Das war alles, ne? Ja. Wir sind richtige Bauern. Wollen euch auch, ich kau, ich kau. Ja, danke. Was man nur isst, ist wirklich nur das untere Weiche. Aber schmeckt maximum gut, ne? Ich hab das Ganze reingeschmissen. Ich so, ey, was stimmt dir nicht? Ich sag auch schon, aber die Knoblauchsoße an sich mit diesem Zitronengeschmack, lecker. Wie ernährst du dich so tagtäglich? Tagtäglich normalerweise, was die meisten halt nicht sehen bei mir, weil du weißt ja, ich drehe auch zwischendurch Vlogs und danach gönne ich mir mal zwischendurch was. Meine tagtägliche Ernährung ist nur Hähnchenbrust, Reis oder vielleicht Lachs mit Reis. Und wie oft in der Woche tanzt du dann mal so aus der Reihe? Eigentlich einmal die Woche, aber wenn ich merke, der Körper braucht das Fleisch mal ein bisschen mehr, dann gönne ich mir mal auch eine Mahlzeit, weißt du? Also einmal die Woche gönne ich mir wirklich einen Tag lang, so auf was ich Bock habe. Und dann kommt hier so ein Restaurant wie Biblos, ja. Optimal. Wenn mein Trainer das sieht, der kriegt wieder Herzinfarkt. Dein Trainer kriegt Herzinfarkt. Hm. Wie sieht das, wenn du mal eine Vorbereitung hast? Wie bereitest du dich vor? Wo bereitest du dich vor? Also, wenn ich eine Vorbereitung habe, die meisten Leute mögen es ja immer gerne wegzufahren, so Ruhe zu haben und ein bisschen sich, weißt du, komplett. Trainingscamp, ich gehe auch, ich fliege nach Dubai. Aber es ist nicht meine Welt. Ist gar nicht wie ist nicht deine Welt? Meine Welt ist einfach, ich bin hier, ich fühle mich hin. Also, wenn ich in Düsseldorf bin, in Bochum bin, da wo ich herkomme, ich fühle mich einmal zu Hause. Ich brauche dieses, die Ablenkung brauche ich. Weil, wenn ich zu sehr im Fokus bin, Bruder, mal ist mal gut, vielleicht für 2 Wochen, mal abseits zu sein. Aber wenn ich mal dann in der harten Vorbereitung bin, ist es für mich gut, dass ich mal Abwechslung habe. Zu meinen Jungs kann, die Jungs zu mir können. Dass ich einfach mal, weißt du, dass ich mal von dem Geschehen weg bin. Weißt du? Das ist. Ich verdutze mich gerade, weil normalerweise wirklich die Leute oder die Sportler, Profisportler sagen, ey, ich packe jetzt meine Tasche, ich bin jetzt wirklich für 1 oder 2 Monate in Österreich oder in Dubai oder auch irgendwo anders und machen da ihre Vorbereitung. Ganz meine Welt. Um auch mal so komplett raus so aus seiner gewohnten Umgebung. So, Entschuldigung. Damit man auch mal rausgeht aus seiner gewohnten Umgebung. Nein, Bruder, bei mir ist das gar nicht so. Ich sag dir ehrlich so, ich will in meiner gewohnten Umgebung sein. Warum? Weil das sind genau die Sachen, weißt du, was ich meine, die mich auszeichnen, weißt du? Weil jedes Mal sehe ich, guck mal, man muss das ja nicht verheimlichen, weißt du, wir sind auch Jungs, wir kommen von der Straße, so, weißt du? Mhm. Wir haben alles gesehen und das ist immer so schön, so wenn man, weißt du, für die Jugend ein Vorbild sein kann, ne? Sagen kann, ey, guck mal, ich habe es geschafft, ne? Ich habe einen harten Weg gegangen, ich bin genau denselben Weg wie ihr gegangen, aber ich habe die Ausfahrt genommen in die richtige Richtung, weißt du, was ich meine? Das ist sehr wichtig. Und sehr, sehr wichtig. Und halt irgendwann hat sie bei mir gesagt, ey, weißt du was, ich war schon mal im Trainingscamp gewesen und immer, wenn ich im Trainingscamp bin, vermisse ich etwas. Was vermisse ich? Ich vermisse zu Hause, Mama, ich vermisse meinen Bruder, ich vermisse einfach die Leute, die um mich herum sind, meine Freunde. Und das war nichts für mich. Ich war mal 2 Wochen weg, ey, glaubst du mir, meine Leistung hat sich nicht verbessert, die ist sogar noch schlechter geworden, weil ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Weißt du, dass viele an mir bewundern von meinen Freunden, die sagen, ey Bro, wir sind unterwegs, wir sind hier. Aber wenn du trainierst, in deiner Vorbereitung bist, bist du weg einfach. So, wir sehen dich zwar nicht, aber du bist da, du bist jetzt nicht, fährst jetzt weg oder so. Du bist am Start, aber du bist halt nicht in der Zeit. Wenn die Jungs noch abends noch auf eine Shisha länger draußen bleiben, sagst du, nee, ich geh jetzt ins Bett. Ich bin weg. Das ist die richtige Einstellung. Du bist nicht am Essen, also gefällt's mir nicht. Du sagst, du hast Hunger, aber so richtig reinhauen tust du jetzt gerade nicht, Habibi. Ja, hier, ein bisschen da, ein bisschen hier. Ein bisschen da, so. Was sagst du immer, bist du mit Laune rein damit? Mhm. Okay, das ist dein Slogan. Unser Slogan. Aber du hast Stempel drauf gegeben. Und crunchy, ne? Das ist scharfer Lachs. Bitte, Habibi. Dankeschön, Bruder Herz. Das muss ich dir auch auf jeden Fall anbieten. Das sind meine Favoriten. Diese frittierten Kartoffeln. Ja, die waren sehr stark, Bruder. Die sind wild. Der Lachs ist sehr, sehr stark, Bruder. Ja? Ja, sehr gut. Ich auch mal zu. Ey, Bruder, was ich immer schon mal fragen wollte, ich schwör bei Gott, ne? Bitte. Jetzt sind wir mal hier. Ja. Ey, du bist so viel am Essen, so viel am Gas geben mit deinen Videos, ne? Ey, Bruder, nimmst du nicht zu? Was viele nicht sehen, ich bin auch sehr viel auf dem Spinningbike. Ich bewege mich sehr viel. Ich laufe auch sehr viel. Ich mache Kraftsport, klar. Aber ich stell mich wirklich oft auf dem Spinningbike. Ich spaziere auch sehr viel. Also meine Bewegung ist da. Und das nicht vergessen. Ich habe 3 Frauen, 21 Kinder, die halten mich auch ziemlich auf Trab. Ja, und da werden auch immer jede Menge Kalorien liegen gelassen. Nein, niemals 3 Frauen. Wie niemals 3 Frauen? Ehrlich? Ja, klar. Hast du alles richtig gemacht, Bruder? Natürlich, danke schön. Oder niemals hast du 3 Frauen, oder war Spaß? Nein, Mann, warum? 38 bin ich.
Ja, Bruder, 38, ich bin 30. Warum mache ich Spaß? Warum geht das nicht in der Kamera? Weiß ich nicht. Würde ich erzählen, ich habe jetzt einen Freund, wäre das okay, zu sagen, okay, sei dir gegönnt. So. Warum? Sag doch einfach, okay, gönn ich dir. Normal gönn ich dir, aber ja, echt reinkommen. Ehrlich, jetzt. Mach schon, Bruder, krass. Danke, Habibi. Hast du alles richtig gemacht? Danke, Habibi. Sagen die auch, ich versuche noch für eine vierte zu kämpfen, aber da habe ich kein Entscheidungsrecht mehr. Das machen nur noch die drei unter sich aus. Bismillah. Ich kann mir aber gut vorstellen, du sitzt hier so romantisch, dein Partner gegenüber und dann so. Chanté. Ist so. Schön auf Romantik. Du bist ja nicht ein Romantiker? Gar nicht, Bruder. Da nennen mich Abo Italiener, ich weiß Abo nicht. Abo Italiener bist du? Ja, ja, hey, tamam. Hier, komm hier. Bitte, Harry, komm. Chanté. Und die Antischocken sind wirklich so vorspeisemäßig, ja? Ja klar, das ist so zum Füttern, so wie Susi und Strolch am Anfang. Am Anfang ein bisschen. Warm werden mit ein bisschen Knoblauch. Dann kommst du hier zu diesen harten Gefechten hier, diese richtige Knoblauch. Dann nehmen wir das Schlichter hoch, dann bist du wirklich richtig glücklich. Aber ich glaube, Bruder, danach warst du auf jeden Fall aber kein... Aber einsam. Hast du auf jeden Fall danach kein Date mehr, Bruder. Warum? Du hast doch die Perle schon dabei. Ja, ich meine, gemeinsam einsam. Danach wird's schwer. Gemeinsam einsam. Harry, du bist wirklich so ein sympathischer Kerl. Und auch sportlich sehr erfolgreich, aber... Bedauerlicherweise bist du wirklich nicht so in meinem Kopf präsent geblieben. Ja? Oder dass man dich wirklich so in den Medien sieht. Bitte. Bist du in der Boxszene so ein bisschen drin? So, kennst du ein bisschen aus? Ja, ich kenne noch Henry Maske, ich kenne Axel Schulz mit seiner Käppi, dies, das. Heutzutage da sind viele Schababs gut am Boxen. Ich glaube, Axel Schulz hatte keinen Europameistertitel, oder? Guck mal, Axel Schulz, ich sag dir eine Sache dazu. Guck mal, überleg mal, Axel Schulz ist, glaube ich, für jeden ein Begriff. Jeder, der Axel Schulz im Kopf hat, denkt an Fred Wackelmann. Mhm. Überleg mal an die Werbung, die er jahrelang gemacht hat. Ich will damit sagen, er war in seiner ganzen Karrierelaufbahn nicht Europameister im Schwergewicht. Und ich habe um diesen Titel, den er hat, viermal schon geboxt, aber den er nicht hatte. Viermal geboxt. Die Klitschkos hatten den gehabt, Lennox Lewis. Axel Schulz aber nicht? Nee, Axel Schulz nicht. Axel Schulz hatte den Titel nicht gehabt. Walla, der war doch hier jedes Wochenende war bei RTL zu sehen. Ja, aber Bruder, das Ding ist, er hat es halt ein bisschen einfacher. Weißt du, ich habe es halt ein bisschen schwieriger, weil es ist halt einfach so, weißt du? Es ist sehr, sehr schwer, sich in Deutschland als meine Person zu vermarkten. Das Boxen steht ja nicht, sowieso nicht mehr da, wo es früher war. Mhm. Früher waren die Fernseher, die medialen Sender, waren alle mit am Start, haben voll mit Gas gegeben. Mhm. Aber jetzt hast du das nicht. Jetzt bist du selber am Machen. Guck mal, ich habe jetzt gerade schon auch einmal erwähnt, ich mache selber Vlogs, bin auf Instagram. Dann muss man ein bisschen was für TikTok machen. Man muss überall... Man muss da selber ja, Bruder, man muss alles. Also, Zeiten haben sich hart geändert. Bruder, hart. Ich bin, guck mal, überleg mal, wenn meine Jungs nicht am Start wären, ne, die hier, meine Kamera-Jungs, ne? Bruder, ich würde das gar nicht hinkriegen. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer. Da bin ich den Jungs auch sehr, sehr dankbar. Guck mal, die Jungs versuchen, supporten und tun und machen. Es ist all, du baust selber deine Promotion auf. Du baust selber quasi dich auf. Früher brauchst du das zum Beispiel gar nicht. Früher hast du einfach nur Training, raus und hast Leistung gebracht. Jetzt hast du 10 verschiedene andere Sachen im Kopf. Okay, ey, läuft das noch parallel, wird hier noch Gas gegeben. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr, also guck mal, in meiner Person, ich sage mal den hier, wer es einfach, wird es jeder tun. Verstehst du, was ich meine? Dieser Weg ist schwer, aber Bruder, ich ziehe weiter durch und so Allah will, Bruder, werde ich irgendwann die Chance bekommen. Ich hatte ja 2020 die Chance gehabt, um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zu boxen gegen Tyson Fury. Und ja, Bruder, ich denke, das wurde alles gecancelt wegen Corona. Da kam der harte Lockdown, das war eigentlich ohne Zuschauer geplant gewesen. Dann kam der harte Lockdown, aber ich denke, Bro, ich bin auf dem richtigen Weg. Inshallah, ich wünsche dir da wirklich sehr viel Erfolg und ich wünsche es mir, dass die Community auch den Agit richtig schön supportet, dass man den vielleicht wirklich auch mal so im Fernsehen boxen sieht, wie da den einen oder anderen Schabab wegknallt. Ich habe ja MDR, ist ja mein fester Fernsehpartner, mit dem arbeite ich zusammen. Bild TV hat auch großes Interesse, aber ich meine damit, die Großen, über Großsender, wir reden über RTL. Ja, weißt du, was ich meine? So, es ist sehr, sehr schade. Guck mal, ich habe aktuell 22-0 ungeschlagen in Deutschland. Man bekommt die großen Kämpfe gar nicht mehr nach Deutschland. Um die großen Kämpfe zu machen, musst du ins Ausland fahren, also quasi mit einem Handicap, um überhaupt die großen Kämpfe zu bekommen. Aber das habe ich einmal bewiesen gegen Derek Chisora im Monte Carlo Casino damals. Mhm. Und ja, jetzt ist das Ziel für mich, nochmal in den sauren Apfel zu beißen und wieder ins Ausland und den Leuten zu zeigen, ey, ich kann es. So, lass uns doch das Ding in Deutschland machen. Warum nicht lieber zu Hause boxen, anstatt auszulassen, weißt du? Ich drück dir da wirklich die Daumen, Habibi, und ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Komm, hau jetzt rein, damit du den richtig wegknallst. Hier, Bruder, für jemanden so Kippe, Bruder. Sehr, sehr gut. Ja, bitte. Das ist Liebe, ne? Mhm. Das ist wirklich Liebe. Ich liebe diese Kippe.
Das ist Liebe. Das für die Leute, was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht? Ich esse Pasta. Pasta? Pasta in verschiedenen Varianten. Kannst du mir immer hinstellen. Ich liebe das. Wenn meine Mutter das macht, ne? Die sind King. Ihr macht die ein bisschen anders. Aber, wir machen die mit Wasserkocher. Wasserkocher. Wir machen heißes Wasser rein. Ne? Ja. Wasser war im Knast. Ne? Wasser war im Knast. Ne? Wie kommst du darauf? Ja, in Frankfurt. Ja. Auf jeden Fall. Also wir machen immer heißes Wasser, weißt du, so einen Topf rein. Ja, und dann werfen die den Wasser rein, weißt du? Die machen die. Wir frittieren die. Komplett, ne? Genau. Und für die Leute, die das nicht kennen, ich wollte das einmal kurz erklären. Wir haben hier eine Fleisch-Hirse-Masse oder Burgomasse, ganz fein, das wird geknetet. Genau. Das ist der Teigmantel, ja, wo ein bisschen Fleisch mit drin ist. Und das Ganze ist nochmal dann schön mit Hackfleisch, Zwiebeln und Pinienkerne gefüllt. Okay. Und dann gibt es das in unterschiedlichen Varianten, wo die das wirklich nur mit Burgur als Teigmantel machen. Genau. Und das Ganze wird dann gekocht. Ne? Genau. Und das kommt dann mehr aus eurer Küche, richtig? Genau. Wir haben früher wussten nicht, wie die hießen. Ne? Wir haben immer Kutte. Auf Kurs Kutte, auf der Kutte. Ja. Aber wir haben wussten damals, wir wussten, wir wussten so, ey Mama, Mama, wann machst du uns wieder Handgranaten, weißt du? Ja, so, ja, weißt du, so wie so aussah. Ja, bist du da. So, weißt du, aber das war. Also bis jetzt noch meine Lieblingsspeise, ne? Wenn meine Mutter die macht, ist auch traumhaft. Ich liebe die, das ist wirklich Liebe. Immer schön als Vorspeise. Das ist leider kein Hauptgang, sonst kann man sich noch mehr davon essen. Das ist wirklich, das sollten auch noch Vorspeise bleiben, immer schön genüsslich. Weißt du, immer ein, zwei und dann reicht. Damit du beim nächsten Mal, wenn du wieder am Tisch sitzt, sagst, wann kommen wieder diese meine Mutter, die macht, Gebet? Ich esse davon 10, 12 Stunden locker. Nein, nein, das muss immer ein Highlight bleiben. Mm. Oder sehe ich das? Langsam, Alhamdulillah, gut satt, ne? Schon besser, ne? Wir haben nichts mehr übrig gelassen, Bruder. Ja, bisschen, und das Grünzeug, ne? Von hier, vom Salat, Schrumpf der Bizeps. Das stimmt, ja, nicht anfassen. Deswegen, gutes Stichwort. Wie sieht's aus bei dir mit der Zukunft? Mit der Zukunft. Hast du was vor, einen nächstgrößeren Plan, einen Fight geplant? Also wir sind selber schon ganz. Also, was heißt, ich muss ja halt mit meinem Promoter das alles kommunizieren. Ja. Man muss halt gucken, wer ein realistischer Gegner ist, den man auch für deutsche Verhältnisse, dass der Kampf in Deutschland stattfindet, zahlen kann. Weil ab der Top 15 wird sehr, sehr dünn da um die Luft. Da reden wir schon über 500-600k und aufwärts. Ehrlich, Bruder, die sind unmöglich zu holen, weißt du? Also, die Leute, die in meiner Rang positioniert sind, ne, Bruder, in Deutschland rein hinzuholen, ist schon unmöglich, ehrlich. Und deswegen müssen wir uns halt orientieren. Wir sprechen dann immer mit dem Fernseher, was sie als Budget uns rausgeben können. Und dann orientieren wir uns halt nach einem Gegner, weißt du, wen man da hinholen kann, wen nicht. Und wer halt auch realistisch in den Ranglisten dich nach vorne bringt, weißt du? Ja, ja. Und die nächste Planung ist so, Plan Richtung Oktober. Ich hoffe, dass es halt dann in dem Zeitraum stattfindet. Ey, Gott sei Dank, wir reden nicht mehr über Corona oder so. Und das ist halt sehr, sehr wichtig für den Kopf auch, weißt du? Du weißt, ey, da kann nichts mehr dazwischen kommen, weißt du? Gott sei Dank. Ich hoffe, ich wünsche es dir Daumen. Und bis Oktober hat jetzt noch meine Community ordentlich Zeit, dich zu pushen. Und das würde ich mir wirklich vom Herzen wünschen. Und ja, Agit. Dankeschön, Bruder. Das war ein wundervoller Nachmittag. Danke, ebenso. Ich danke dir für die Einladung. Wir snacken jetzt hier noch die letzten Reste weg. Auf gemütlich. Ja. Gemütlich, dann noch ein Chai, bisschen Baklava. Chai, Baklava. Und dann unterhalten wir uns nochmal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Denkt dran, lasst uns auf jeden Fall ein Abo da. Like da setzen und bis zum nächsten Mal.